Fünf Änderungen im Monat Oktober 2024, die für Rentner, Arbeitnehmer und Studenten wichtig sein können. Ja, meine Damen und Herren, der Monat September 2024 neigt sich ja mit ganz großen Schritten dem Ende entgegen. Wir erwarten am 22. September 2024 die Ergebnisse der Landtagswahlen in Brandenburg. Die Vorhersagen liegen dort auf dem Tisch. Warten wir schlicht und ergreifend ab, ob diese Vorhersagen wirklich so eintreffen werden. Aber ich schaue natürlich wieder mal monatlich auch nach vorne und gucke, was hat sich oder was wird sich im Oktober 2024 für Rentner, für Arbeitnehmer und für Studenten ändern. Ja, und das soll es gewesen sein mit der langen Vorrede. Starten wir einfach gleich mit der ersten Änderung. Ich habe das wieder mal vorbereitet in einer kleinen Übersicht. Und zwar geht's los. Es gibt eine BAföG-Erhöhung für Studierende. Studenten des Wintersemesters 2024-25 erhalten Gott sei Dank mehr BAföG. Der Regelsatz steigt um 5% auf monatlich 475 Euro. Die Wohnkostenpauschale wird auf monatlich 380 Euro angehoben. Und Studienstarter aus ärmeren Haushalten können eine einmalige Starthilfe bis oder eine einmalige Studienstarthilfe von 1.000 Euro erhalten. Ja, schauen wir mal in die zweite Änderung. Das finde ich ist auch ziemlich wichtig für uns alle. Betrifft also nicht nur Rentnerinnen und Rentner und Arbeitnehmer, sondern alle, die sich im Straßenverkehr mit einem Fahrzeug bewegen. Es gibt eine neue Regelung ab dem 01.01.2024. Autos dürfen dann bei winterlichen Verhältnissen, also wenn Schnee auf der Straße liegt, es stürmt und schneit, dann nur noch mit Winterreifen fahren, die das sogenannte Alpin-Symbol haben. Ich habe das mal hier abgebildet. Dieses Alpin-Symbol ist also praktisch, Sie sehen es hier, das Ihnen bekannte M plus S-Symbol und dann hier die Schneeflocke mit dieser in dieser gezackten Einrahmung, meine Damen und Herren. Autofahrer dürfen die klassischen M- und S-Reifen noch nutzen, wenn diese vor 2018 hergestellt worden sind. Aber ich denke mal, so wie die allgemeine Wetterlage in den letzten Jahren war, wird es wohl so sein oder hoffentlich so sein, dass wir keine schlimmen und langen Wintermonate bekommen werden, wo wir dann gezwungen sind, hier M, also diese entsprechenden Winterreifen, dann auch aufziehen zu müssen. Aber letzten Endes, Sie müssen dafür sorgen, dass Sie verkehrssicher und auch für sich selber sicher durch den Winter kommen mit Ihrem Fahrzeug. Ja, dann die dritte Änderung. Das ist der Zahltag der Rente im Monat Oktober 2024. Dort haben wir wie immer die Frage der vorschüssigen Zahlung. Das heißt also, für den kommenden Monat Oktober ist der Zahltag der 30.09.2024. Das ist ein Montag. Vorschüssig heißt, dass alle diejenigen Rentnerinnen und Rentner, diese Gruppe wird immer kleiner, die ihre Rente vor dem 01.04.2004 erstmals erhalten haben, ihre Rente für den im laufenden Monat September 2024, für den kommenden Monat Oktober ausgezahlt bekommen. Ja, und jetzt kommen wir zu einer kleinen Besonderheit im Monat Oktober 2024 bei der sogenannten nachschüssigen Zahlung. Nachschüssig heißt, Sie bekommen Ihre Rente, Ihre laufende Rente am Ende des Monats für den rückwärts gezahlt, also für den Monat am Ende des Monats Oktober, für den laufenden Monat Oktober. Der Zahltag ist hier, der 31.10.2024. Das ist ein Donnerstag. Und jetzt haben wir aber eine Besonderheit. In einigen Bundesländern haben wir einen gesetzlichen Feiertag, der Reformationstag. Also das ist kein bundesweit geltender Feiertag. Und das ist eben auch dieser Feiertag ist eben auch am 31.10.2024. Und genau für diesen Feiertag gilt dann die Regelung nach § 118 SGB VI, dass der Zahltag dann der 30.10.2024 ist. Denn
Der 31.10.2024 ist in den betreffenden Bundesländern kein Bankarbeitstag, also muss sozusagen ein Tag vorgegangen werden und der 30.10. ist dann in den entsprechenden Bundesländern der Zahltag der Rente. Ja, und dann haben wir noch einen wichtigen Termin, was den Zahltag der Rente anbetrifft, und das dürfen wir bitte seit Juli diesen Jahres, seit Juli 2024 nicht vergessen. Das ist der Zahltag des Rentenzuschlags bis 7,5% für rund 3 Millionen Begünstigte. Und dieser Zahltag liegt nach dem Gesetz genau zwischen dem 10.10. und 20.10.2024 für den Monat Oktober. Das heißt also, alle diejenigen von Ihnen, die den sogenannten Extra-Rentenzuschlag erhalten, die haben ja schon seit Juli dann zwei oder drei von diesen Zahlungen erhalten. Die wissen dann, dass dann dieses Geld in der Zeit vom 10.10. bis 20.10. für den Monat Oktober auf Ihr Konto als Extra-Rentenzahlung gezahlt wird. Schauen Sie einfach bitte mal nach, dann werden Sie mir auch sicherlich sagen, dass das so stimmen müsste. Ja, meine Damen und Herren, die vierte Änderung, auch da ist eine kleine Besonderheit drin, komme ich gleich darauf, geht es wieder um die Frage, welche Geburtsjahrgänge können denn erstmals im Oktober eine Altersrente erhalten, und zwar auch erstmals frühzeitig oder eine vorgezogene Altersrente. Starten wir mal mit der regulären Rente, das ist die Regelaltersrente. Dort können die Geburtsjahrgänge vom 2.9.1958 bis 1.10.1958 mit Vollendung des 66. Lebensjahres und 5 Jahre Wartezeit erstmals zum 1.10.2024 diese Rente beanspruchen. Die ist immer abschlagsfrei, die Regelaltersrente. Das wissen Sie auch. Dann haben wir die Altersrente für langjährig Versicherte. Da brauchen Sie 35 Jahre Wartezeit. Da können Sie erstmals oder da können die Geburtsjahrgänge vom 2.9.61 bis 1.10.1961 zum 1. Oktober 2024 in die Altersrente gehen. Ja, und jetzt haben wir die Besonderheit, und zwar bei der Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Ich hatte das ja für den letzten Monat, für die Änderungen im September 2024 auch schon mal so kurz angeteasert. Und jetzt möchte ich hier nochmal sozusagen auf das Problem hinweisen. Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen können Sie ja erstmals vorgezogen zu einem bestimmten Lebensalter in Anspruch nehmen. Dieses Lebensalter ist gesetzlich festgelegt, und zwar in einer Übergangsvorschrift im SGB VI. So, und wir haben die Geburtsjahrgänge vom 2.12.1962 bis 31.12.1962, und da hatten wir ja in unserem letzten Video bekannt gegeben, dass der Rentenbeginn der 1.9.2024 ist. Soweit, so gut, alles in Ordnung. Diese Geburtsjahrgänge können mit 61 Jahren und 8 Kalendermonaten und natürlich Grad der Behinderung 50 und 10,8% Abschlag diese Rente erstmals dann im September 24 beanspruchen. Jetzt gehen wir genau einen Tag weiter, das heißt also der Geburtsjahrgang 1.1.1963, es gilt aber nur für diesen einen einzigen Tag, die können erstmals die Rente zum 1.11.2024 erhalten. Das heißt also, alle die Leute, die am 1.1.1963 geboren sind, also einen Tag nach dem 31.12.1962, die können erstmals zum 1.11.24 die Rente beanspruchen. Haben Sie da was gemerkt? Da fehlt ja der Monat Oktober. Warum ist das so? Warum wird der Monat Oktober übersprungen? Das ist relativ klar und eindeutig auch wieder gesetzlich geregelt. Denn dieser Geburtsjahrgang ab 1963, die können nämlich erstmals mit Vollendung des 61. Lebensjahres und 10 Kalendermonaten in diese Rente gehen. Das heißt also, das Renteneintrittsalter steigt sozusagen um 2 Kalendermonate. Jetzt gucken wir uns das noch für den Geburtsjahrgang vom 2.1.1963 an. Ja, und dort haben wir ja wieder die Regelung auch 61 Jahre und 10 Kalendermonate, 10,8% Abschlag, 35 Jahre Wartezeit. Sie müssen den Grad der Behinderung von 50 bei Rentenbeginn vorweisen oder nachweisen. Und dann beginnt die Rente für diese Leute
erstmals zum 1.12.2024. Also die Besonderheit liegt praktisch darin, dass das Renteneintrittsalter für den genannten Geburtsjahrgang ab 1963 um 2 Monate steigt und dass praktisch hier eine Lücke zwischen September und November 2024 beim Renteneintritt für den erstmaligen vorzeitigen Rentenbeginn bestimmter Geburtsjahrgänge einfach gesetzgeberisch vorliegt. Ja, dann die vierte und die letzte Altersrente, das ist die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Sie kennen die unter dem Schlagwort Rente mit 63. Dort können die Geburtsjahrgänge vom 2.5.1960 bis 1.6.1960 mit Vollendung des 64. Lebensjahres und 4 Kalendermonate, 45 Jahre Wartezeit, dann zum 1. Oktober erstmals in die Altersrente gehen. Diese Altersrente ist immer ohne Abschlag. Sie ist eine Rente, die man vorzeitig in Anspruch nimmt. Die kann man bitte nicht vergleichen mit der Regelaltersrente. Ja, meine Damen und Herren, und die fünfte und letzte Änderung, ja, das ist eine Änderung, die gefällt nicht jedem. Das weiß ich, die Winterzeit kommt. Am Sonntag, dem 27.10.2024, wird die Uhr frühs um 3 auf 2 Uhr zurückgestellt. Die Tage werden wieder gefühlt kürzer. Das hängt einfach auch mit der Sonneneinstrahlungsdauer zusammen. Und ich kann also Ihnen wirklich nur wünschen, genießen Sie bitte die sonnigen Tage im hoffentlich goldenen Oktober. Ja, meine Damen und Herren, das soll es sozusagen erstmal gewesen sein von den 5 wichtigsten Änderungen für Sie als Rentner, als Arbeitnehmer und auch als Studenten. Ich mag vielleicht was vergessen haben, aber den 3. Oktober 2024 habe ich sicherlich nicht vergessen. Das ist der Tag der Deutschen Einheit. Das ist ein gesetzlicher Feiertag, der wir feiern jetzt in Deutschland 34 Jahre Deutsche Einheit. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zu diesem Thema. Ich wünsche Ihnen wie immer alles, alles Gute. Nähere Informationen finden Sie natürlich auf rentenbescheid24.de. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.